I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North! You stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The Wild Hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh! It's the time of madness and disdain. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Alle, die gerade Witcher 2 bei mir geschaut haben und das Finale gesehen haben, für die ist es nicht ein ganz so neues Projekt, sondern in gewisser Weise auch eine Fortführung, die ich nahtlos an den Vorgänger anknüpfen möchte. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst sagen soll. Ich möchte nicht hier zu lange im Hauptmenü verbringen, sondern direkt mit euch starten, aber ein paar Worte muss ich noch loswerden. The Witcher 3 ist wohl das Magnum Opus, das größte und bekannteste Werk der Spieleentwickler CD Projekt Red, zusammen mit Cyberpunk, wohl das meistverkaufte Spiel dieses Teams, dieses Studios. Und es gilt zu Recht als eines der
bekanntesten und beliebtesten Rollenspiele, die es da draußen gibt. Denn mit diesem Spiel haben sie sich selbst übertroffen. Sie haben alles, was sie aus den vorherigen Teilen gelernt haben, mitgenommen und nochmal 10 Schippen draufgelegt und haben ein Spiel geschaffen, das seinesgleichen sucht und an dem sie sich künftig immer messen werden müssen. Und ja, ich könnte jetzt hier noch ewig reden und reden und reden, aber wir haben hunderte Videos vor uns. Ich glaube, da kann ich noch genug reden und muss nicht noch unnötig Zeit mit euch hier im Hauptmenü am Anfang verschwenden und wir legen direkt einfach los. Wie ihr seht, spiele ich wieder die PC-Version und wir starten einen neuen Spieldurchlauf. Und dann haben wir die Auswahl zwischen den Schwierigkeitsgraden, einfach nur die Geschichte, wenn man die Reise durch die Welt genießen möchte, das Schwert und die Geschichte, wenn du eine kleine Herausforderung schätzt. Blut, Schweiß und Tränen, du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Spieler. Oder der Todesmarsch, du bist wahrhaft verrückt und stolz darauf. Ja, stolz bin ich jetzt nicht unbedingt drauf, aber ja, wir werden dieses Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, der immer noch fairer ist, als Dunkel bei Witcher 2 war, aber am Anfang wirklich knüppelhart ist. Also da muss ich gut aufpassen und das erhöht den Anspruch und sorgt dafür, dass ich mehr Spaß habe. Tutorials lasse ich mir mal nicht anzeigen, das kann ich euch alles erzählen, da müssen sich nicht tausende Textboxen öffnen. Und wie wir es schon einmal getan haben, vor langer Zeit, importieren wir unseren Spielstand aus dem vorherigen Spiel. Und da habe ich dafür gesorgt, dass der einzige Save, der vorhanden ist, der Durchgespielt-Status quasi von The Witcher 2 ist, damit alle Entscheidungen, die für Witcher 3 relevant sind, auch übertragen werden. Und damit wünsche ich euch sehr viel Spaß auf dieser gigantischen Reise, die ihr jetzt mit mir zusammen unternehmen werdet. Boah, es kann losgehen, Leute. Wir hypen uns nochmal richtig, die Musik schwellt an. Nein, aber jetzt geht's los. Viel Spaß euch.
I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Und damit begrüße ich euch abermals nach diesem epischen Intro in der Welt von The Witcher 3. Und es ist eine Weile her, dass wir in Camorin gewesen sind. 2 Spiele, um genau zu sein. Und nach der epischen Schlacht gerade, die offensichtlich den Krieg zwischen Nilfgaard und den nördlichen Reichen gezeigt hat, oder eine der Schlachten davon, scheinen wir jetzt nicht mehr ganz so in der Gegenwart zu sein, sondern irgendwo anders. Shit. Mountain Pass as beautiful as ever. Der Ausblick vom Balkon aus dem hohen Turmzimmer, wie Geralt schon sagt, ist unglaublich schön. Dieses Spiel ist mittlerweile 9 Jahre alt. Über 9 Jahre alt. Vor 2 Jahren ungefähr kam nochmal eine Next-Gen-Fassung raus, wo sie ein bisschen die Limitationen ausgehebelt haben, was Sichtweite und sowas angeht. Man kann es jetzt auch mit Raytracing und so Spielereien spielen. Das habe ich aber deaktiviert, weil es nicht so den Rieseneffekt hat in diesem Spiel. Es sei denn, man spielt mit krassen Spiegelungen im Wasser und sowas. Aber mir war gute Performance und ein generelles gutes Spielgefühl wichtiger, als meinen Rechner zum Schmelzen zu bringen. Und es sieht auch so einfach unfassbar schön aus. Und auch Geralt ist sehr attraktiv und handsome. Damit auch Gleichberechtigung beim Anschauen schöner Menschen gegeben ist. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Und es gibt ein neues Feature in diesem Spiel, was ihr sehr häufig sehen werdet. Alle, die Witcher 2 gesehen haben oder selber gespielt haben, kennen ja noch das Hexermedaillon, mit dem man eine Druckwelle aussendet, um zu gucken, mit was man interagieren kann. In diesem Spiel wird das abgelöst von den Hexersinnen, mit denen ich quasi genauer fokussieren kann und sehen kann, ist was Interagierbares, gibt es irgendwas Verstecktes, was Geralt mit seinen übernatürlichen Sinnen erfassen kann. Und dadurch weiß es auch der Spieler, dass er da was finden kann. Nothing but silver. Gold clashes with my complexion. You should know that. Und das kann man hier wunderbar testen, indem ich erstmal irgendwo festhänge. Guter Start. Indem man sich ein bisschen umguckt hier und so in Yennefers Sachen wühlt. Und das wird auch wunderbar kommentiert direkt. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Und direkt ein bisschen Charakterisierung über Yennefer. Die Leute, die nur The Witcher 3 kennen, bisher noch gar nicht gekannt haben.
Oh, und ihr werdet sie kennenlernen. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Und auch in den Gesprächen, das werdet ihr auch sehr schnell feststellen, haben sie sich hier unfassbare Mühe gegeben, was die Animation und Lebendigkeit angeht. In The Witcher 1 standen sich ja alle nur starr gegenüber und haben teilweise gruselige Gesichter gemacht. In Witcher 2 haben sie schon angefangen, dass die Charaktere mal so ein paar Schritte zur Seite gehen, sich auch mal um sich selbst drehen, so die Grübelpose einnehmen, und hier sind komplett lebensnahe Animationen am Werk, dass man wirklich das Gefühl hat, diese beiden Personen oder die Gruppe, die gerade sich unterhält, ist wirklich an diesem Ort und interagiert während des Gesprächs auch damit. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Vor allem im Hauptquest merkt man das natürlich, aber auch bei vielen der extrem guten Nebenquests. I missed you a lot. And I missed you. But we'll have plenty of time to make up for that. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. So, hier gab es eine Sache, glaube ich, noch, die wir noch angucken konnten. Ein Parfümflakon. Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Ja, ist ja gut. Dann solltet ihr nicht so viele coole Sachen dazu sagen, dann würde ich da auch nicht so rumfummeln. Und wir snacken uns diesen Schlüssel. Und ich glaube, das war's hier auch erstmal. Ja, wir werden uns hier später noch in aller Ruhe umsehen können. Und gehen mal auf die untere Etage, wie das Spiel es von uns will. Denn wir sollen ja mit Ciri trainieren. Und auch wer das ist, werden alle Leute, die bisher nur The Witcher 3 kennen oder kennenlernen, noch erfahren. Wer die Bücher gelesen hat, ist natürlich schon vollends im Bilde. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. She prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and alghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Schön, den alten Vesemir auch mal wieder zu sehen. Das ist jetzt mittlerweile auch 2 Spiele her, und diese geniale Aussicht im Hintergrund. Da kann man kurz mal warten mit der Antwort. Ich muss echt aufpassen, nicht zu langsam voranzuschreiten, aber ich werde so viel genießen und euch zeigen und mit euch darüber quatschen. Das wird krass. Also das hier wird das längste Projekt auf meinem Kanal werden. Und zwar ohne Probleme. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Ha!
circus pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a Witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Das wollen wir hoffen, junge Dame. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Ja, ein kleines Rennen gönnen wir uns. Das ist quasi das, was uns in ein, ja, das Bewegungstutorial und das Kampftutorial führt. Das mache ich mit, weil das Story mit verknüpft ist, aber alle anderen Textboxen habe ich ja vorhin deaktiviert. Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? Beat you to the bottom. Maybe if you fall. Ja, wenn du zuerst an der Leiter bist, kann ich natürlich nicht viel machen. Hep, oh, hep. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Ich gehe schon mal ins Ziel, ne, Siri? Wir haben ein bisschen Vorsprung, wir können die Aussicht genießen. Und da unten steht schon Vesemir und schärft seine Klinge. Oh, Ciri ist da, wir müssen weiter. I win. Your legs are longer. I'll show you yet. I just need to grow a bit. So sieht's mal aus. Oh no, Vesemir has got that look. What did you expect? Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. Hmm. So you did. Read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Ja, sie scheint gut darin zu sein, sich rauszufinden. Aber hey, sie hat gemacht, was ihr gesagt wurde. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Lass uns ruhig mit den Grundlagen einmal anfangen. Should work on the basics.
Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Draw your sword, Geralt! Quick cuts! 1, 2, 3! Genau, anvisieren. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie Witcher 2. Stop showing off, Geralt. Who's next? Aber es ist verfeinert. Strong strikes now. Give it all you got. Never lock your elbow when striking, young lady. Ever fight a Witcher? Position, Ciri. Footwork. Remember. Oh, is a fly trapped in amber today. Do it again. Jetzt soll ich ausweichen. Es gibt zwei Ausweichmethoden in diesem Spiel. Einmal die Rolle und ein eleganterer Schritt. Aber diesmal wollen sie, dass ich den kurzen Schritt mache. Und jetzt wollen sie, dass ich ausrolle. Das Rollen kennen wir noch von The Witcher 2. War damals die einzige Methode. Und hier verbraucht sie Stamina, also Ausdauer. Und das kurze Steppen verbraucht keine. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! Ja, und einen Konter gibt's auch. Den mussten wir in Witcher 2 erst lernen, aber hier ist der Base-Set. Na komm, Meister. Now, young lady. To bring the day to a close, we'll go over a few Witcher's signs. Let's start with Gwen. Ciri, Gwen is sometimes called the Witcher's shield. Now watch carefully to see why. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. See? If not for the Gwen sign, I'd be aflame by now. Ard, Geralt, come on! See that, Ciri? Ard will knock anyone or anything off balance, destroy their rhythm. Time for Axie. Damn it, I hate this feeling. Ein bisschen Gedankenbeherrschung kommt sofort. Axie can really muddle your mind. Erden now. Show her, Geralt. See this, Ciri? Couldn't move if I wanted to. Throw a bomb. Don't worry, Ciri. Gwen will dampen the blow. Na, mach schon. Jetzt noch ein paar Bomben aus der Entfernung werfen, das geht hier nämlich auch. Fine, enough. Continue training at will. Und jetzt können wir noch ein bisschen freies Training machen und alles noch ein bisschen testen, was wir gelernt haben, aber das sind so die grundlegenden Kampfmechaniken des Spiels. Wie gesagt, so ein bisschen wie Witcher 2, aber halt viel verfeinerter und weniger clunky. Deswegen nenne ich Witcher 2 immer gern die Beta von Witcher 3, was das Kampfsystem angeht. Auch weil man hier eine elegante Ausweichrolle hat und nicht immer über die halbe Map hechtet, nur um auszuweichen. Aber das geht hier, wie gesagt, auch noch. Nur, dass man halt Ausdauer dafür verbraucht. Und für den eleganten Schritt verbraucht man keine Ausdauer, weshalb der ziemlich wichtig ist. Aber gut, genug trainiert. Showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet. Ciri? Make sure to find every last blade for you.
that. Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn, some way off. We've got time. Geralt, wir haben alle Zeit der Welt. Lass uns über deinen Traum reden. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me... Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. Ja, die beiden scheinen auf jeden Fall schon eine Weile auf Fährtensuche zu sein. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wild lands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. Or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. Be surprised if she wasn't in trouble. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm, at least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. Da ist was dran, Vesemir, da ist was dran. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger. But none had her character. Didn't end well, did it, your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Ja, aber die Träume haben bei Geralt immer eine gewisse Bewandtnis, was Ciri angeht. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Vesemir muss nicht alles wissen. That's private. Very private.
Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Wo Leichen sind, da sind auch Ghoule. So, mal gucken, ob ich jetzt auch nicht sterbe. Erstmal zurechtfinden hier. Auf Todesmarsch reicht ein 2. Treffer am Anfang, dass ich tot bin. Vesemir, du machst das schon. So, du brennst erstmal. Aufpassen, aufpassen. Ey, nicht Plötze angreifen, ja? Das gibt's nicht. So, einer weniger. Komm, den einen Schlag noch. Gerade noch ausgewichen. Aber man kann auch parieren, das geht auch bei Ghoulen, aber die Viecher sind so schnell. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aua, da hat er mich erwischt. Ja, ich weiß, dass ihr reinhaut. Ja, Igni ist noch das Beste. So, du bist auch weg. Testen wir doch mal Art. Komm her, mein Freund. Oh, nee, parieren konnte ich den gerade nicht. Bei bestimmten Gegnern geht das. Das könnte aber auch vom Level abhängen. Na komm. Und ihr merkt schon, wie das Kampfsystem, wie flüssig das ist. Das kann man nicht mehr mit Witcher 2 wirklich so richtig vergleichen. Ich helfe dir mal, alter Mann. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Ja, erstmal muss ich so ein bisschen Sachen sammeln hier. Giftextrakt und Ghoulblut. Das könnte uns noch sehr nützlich sein. Und ein paar Blumen sammeln, ein paar Blüten. Das brauchen wir alles noch. Ihr kennt mich. Ich nutze gerne die Alchemie in The Witcher. Also brauche ich alle Zutaten, die hier rumliegen. Und auch dafür sind die Hexersinne gut. Um zu sehen, wo die Monsterinnereien rumliegen. Und wo es was zu ernten gibt. Und man kann auch damit aus der Entfernung quasi audiovisuelle Sachen wahrnehmen. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass da hinten eine Truppe Monster ist. Und das nur durch meine Hexersinne. Ich glaube, irgendeinen haben wir noch übersehen, ne? Ja, hier liegt noch einer. Das Monsterhirn und das Ghoulblut. Und es gibt an dieser Stelle noch etwas zu finden, weil ihr erinnert euch vielleicht am Anfang der Cutscene, wo Vesemir und Geralt hier geschlafen haben, war hier dieser Silberschädel, aus dem sich Yennefers Rabe gebildet hat oder zurückgebildet hat. Den kann man tatsächlich auch hier finden. Ich glaube, der liegt hier direkt im Busch. Vesemir, ganz ruhig, ne? Ich will nur das Ding erstmal aufheben. Kristallschädel. Third skull in black crystal. Why do I think this is Yen's? Und das ist zum Beispiel sowas absolut Optionales, was aber später wieder so eine kleine Dialogwahl ermöglicht, über die man mit Yennefer reden kann. Und so viele kleine optionale Sachen finden sich in diesem Spiel zuhauf. Und ich werde noch so viel sabbern über dieses Spiel und werde den Part erstmal an dieser Stelle beenden. Beim nächsten Mal besteigen wir unser verlässliches Pferd Plötze und reiten mit Vesemir den Sonnenaufgang entlang. Und das wird auch wieder sehr episch, sehr cool. Ich freue mich drauf, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust auf Witcher 3 machen und konnte euch das hier richtig schmackhaft machen schon mal. Und ja, zu diesem wunderschönen Sonnenaufgang sage ich bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3. Ciao, euer Chris.